Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier und hatten hier die französische Armee besiegt beim letzten Mal hier. Ne, unter Napoleon, wie wir jetzt hier noch schön sehen, stehen überall Kürassiere rum. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir ja beim letzten Mal noch die Kampagne hier abgeschlossen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter in der Kampagne. Ganz genau, Leute. Und ich mache mir gleich nochmal den Ventilator an hier. Ganz genau, Leute. So. Ja, wie ihr seht, die Schlacht von Waterloo ist Geschichte. Wir gehen in die Weltkriegskampagne, Leute. Oh mein Gott, das wird schwierig, Leute. Das wird so schwer hier. Deutsche Kampagne. Kavallerie des Himmels. So, bevor ich das jetzt noch vorlege, ist eine Kleinigkeit zu sagen. Es tut mir leid, dass am Dienstag kein Video kam. Es lag einfach daran, wir haben uns ja den Kater besorgt. Und der braucht einfach in der ersten Zeit ein bisschen Fürsorge. Ich nehme es auch jetzt an diesem besagten Dienstag auf, aber halt jetzt mal ein bisschen Puffer-Videos. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, lesen wir das mal vor. Die unabhängigen deutschen Staaten vereinigten sich im späten 19. Jahrhundert, um die mächtigste Nation Europas zu werden. Während der ersten Hälfte des folgenden Jahrhunderts konnten die unübertroffenen bewaffneten Streitkräfte Deutschlands nur schwer durch die vereinten Kräfte der gegnerischen Allianzen in Schach gehalten werden. Führen sie Deutschlands Truppen durch einige der zerstörerischsten, aber auch historisch bedeutsamsten Jahre der Weltgeschichte. Ganz genau, Leute, es geht um Deutschland. Kavallerie des Himmels, Schwierigkeitsgrad Mittel. Auf in den Weltkrieg. Ganz genau. Auf in den Weltkrieg. Die frühen Tage der Luftfahrt waren aufregend und gefährlich. Ein stotternder Motor, ein Holzrahmen und etwas Stoff, nur das hielt die Flugpioniere in der Luft. Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 mussten die Piloten noch mit einer weiteren Gefahr kämpfen. Kugeln. Manfred Freiherr von Richthofen wurde der neuen deutschen Luftwaffe als Beobachter zugeteilt. Er und Holk, sein Pilot, sind hinter die Linien der Ostfront geflogen, um die Stellungen der zurückweichenden russischen Armee zu fotografieren. Aber nahe der Stadt Wischnice werden sie vom Boden aus bombardiert. Mit einem durchlöcherten, qualmenden Flugzeug müssen sie notlanden. Tief in russisch besetztem Gebiet müssen sie jetzt versuchen, ihre Mission zu retten und sicher ins deutsche Hauptquartier zurückzukehren. Alles klar, Leute. Manfred von Richthofen, der Rote Baron. Genau so sieht's aus. Und der ist abgestürzt in Polen und wir müssen nach Deutschland zurück. Ganz genau, Leute. Wir sind jetzt im Ersten Weltkrieg hier. Sommer 1915. Ganz genau. Richthofen und sein Pilot Graf Holk müssen nach Westen gelangen, wo anrückende deutsche Truppen sie retten können. Richthofen und Holk müssen beide überleben. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir das doch mal. Jo, Leute, ach, was freue ich mich auf die Kampagne. Ich weiß, dass sie schwer wird. Ne? Cutscene. Oh. Da vorne, Wischnice in Flammen. Umfliegen wir es? Unsinn, wir fliegen mitten durch. Was ist passiert? Keine Steuerung mehr. Der Motor stottert. Keine Bange. Es wäre dumm, so unnötig den Heldentod zu sterben. Verdammt! Die Russen haben uns getroffen. Command & Conquer. Aufregend, Manfred, was? Aber wir leben. Allerdings wurde meine Ausrüstung ein Opfer der Flammen. Und ich habe nur Kamera, Pistole und ein paar Magazine. Ziehen wir los. Im Westen sollten wir unsere vorrückende Armee treffen. Es geht mal wieder um die Russen, Leute. Command & Conquer, sage ich dazu nur. So, wir haben hier Albatros Wrack. So, wir müssen hier, haben wir den Manfred von Richthofen. Ne? Hier, Moment. Genau, hier. Und Graf Holk. So, wir müssen nach Westen, haben die gesagt. Na gut.
würde ich sagen, speichere ich das Ding erstmal unter Deutsche, ne? Deutsche, ja. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Westen. Es geht nicht. Warum geht das nicht? Scheiße. Hier ist das abgestürzte Flugzeug. Albatros Wrack. Und wir müssen, glaube ich, dann hier hin. Ne? Ja, ganz genau. Nach einer Katze. Meine Frau. Meine arme Frau. Guter Mann, was ist los? Russische Soldaten aus der Kaserne haben unser Essen gestohlen und meine Frau mitgenommen. Meine Brüder und ich konnten sie nicht aufhalten. Wir haben nur Heugabeln. Wenn wir helfen können, helfen wir. Würde ein echter Mann anders handeln? Okay, was mit der Frau passiert ist, will ich jetzt nicht wissen. Gut, wir haben hier... Helfen Sie Josef und retten Sie seine Frau Sophia vor den Russen. Alles klar. Gut, aber wo ist denn das? Vor den Russen, hä? Was für ein Sportsmann, ja. Ganz genau. Ja, Leute, willkommen in der Weltkriegskampagne. Da ist eine Kaserne. Und jetzt ein bisschen Sport. Lass sie in Ruhe, du Dreckskerl. Ach du Scheiße. Deutsche, zu den Waffen, zu den Waffen. Ach du Kacke. Okay, Leute. Gut, da oben... Na, Kater, komm mal weg hier. So, da oben wird schon streng geschossen hier. Russland. Ja, russische Infanterie, Leute. Oh Mann. Oh. Gott sei Dank, ich bin frei. Tja, jetzt müssen wir dem Feind mit der Kamera trotzen. Meine Pistole ist leer. Was sind das für coole Cutscenes? Also wirklich, Leute. Alles klar. Gut, dann haben wir seine Frau hier befreit. Und ja, dann schauen wir mal, was die uns hier zu sagen haben. Die Sportsmänner hier. So, nächste Cutscene. Meine teure Sophia ist wieder da. Wie kann ich euch das vergelten? Wir suchen einen Weg durch den Wald nach Westen. Meine Brüder und ich helfen mit Freuden. Ja. Okay. Ah, wir können jetzt hier ein paar Bürger steuern. Dann nehmen wir die mal und machen wir hier diese Bäume weg. Wie viel haben sie denn? Ach, zum Glück nur 25. Das ist ja cool gemacht hier. Wirklich cool gemacht. So, was hacken die denn da? So, hier. Zack. Jetzt können wir raus, oder? Wir können raus. Jetzt solltet ihr sicher nach Westen gelangen. Nochmals danke, dass ihr meine Sophia gerettet habt. Ach du Scheiße. Stacheldraht. Oh, und wir können die ersten Punkte verteilen, Leute. Die ersten Punkte. Gut, aber die werde ich für die Wirtschaftssachen sparen. So. Gut, das Zeug. Ein altes Artilleriedepot. Wenn ich nah genug an solche Einrichtungen herankomme, kann ich sie fotografieren und unsere Mission ausführen. Artilleriedepots, ja, alte. Ja, die sind nämlich noch aus der, Diese Anlage ist fotografiert. Mein Kommandant, Germany's Next Topmodel. Ja, die Sachen sind aus der Industriezeit tatsächlich. Und, ja, was haben wir hier jetzt für ein Ziel? Erforschen Sie den Sektor und fotografieren Sie 4 russische Vorposten. Die meisten dieser Vorposten haben auch Kasernen, also Vorsicht. Alles klar, das ist das Stichwort, um es hier mal wieder zu speichern. So, Deutsche speichern. Zack. Perfekt. Gut. Oh, was ist das denn da oben? Nur Gras. Alles klar. Oh, da sind noch Kasernen, Leute, aus dem Industriezeitalter und einen direkten Flughafen daneben. Oh mein Gott. So. Fotografiert. Haben wir die Informationen über den Sektor, die unsere Truppen brauchen? Oh, cool. Ein Flughafen. Hm, genau, Leute. Hier kommen in Zukunft Flugzeuge raus und das wird ziemlich nervig. So, wir haben 15 Punkte. Hm, was machen wir denn damit? Ich glaube, im Weltkrieg brauchen wir viel Gold. Deshalb Goldgewinnung. So. Was für ein Sportsmann, ja. Genau. Und der Graf Holk ist ein Heiler. Das ist ganz geil eigentlich. Natürlich, ja. Ganz genau.
Leute. Und, aber hä? Hier oben steht auch noch Industriezeitalter, ne? Ach du, geht bloß weg. Da habe ich jetzt keine Lust drauf, ne? Das muss nicht sein, Leute. Okay, alles klar. Alles klar, Leute. Oh, die reiten hier hin und her, ne? Die patrouillieren, ja. Die patrouillieren, Leute. Gut. Dann würde ich sagen, mach die kaputt los. Ach, die können wir... Die lassen die uns durch? Nee. So. Dann macht ihr die jetzt einfach mal kaputt. Schafft... Nein, das schafft... Nein. Okay, das schafft ihr nämlich nicht. Oh, ihr könnt nicht schießen, ne? Ah, stimmt. Ihr könnt nicht schießen. Ja, gut. Da muss ich das... Shit, Leute. Die verfolgen uns. Dann muss ich das einfach mal laden. So. So, wir waren ja hier vor dem Flughafen, ne? Ganz genau. Oh, da rennen Soldaten rum, alles klar. So, fotografieren. Ach du. Hä? Ach du Heil. Nein. Ach Gott sei Dank. Seht ihr das? Die haben nämlich null Angriff hier. Das ist eine Sneaky-Mission hier. Ja, ja, das ist eine. Ach Gott. Haut ihr mal ab, ihr blöden Reiter. Fotografier das doch. Ach, verdammt. Wir wurden wieder entdeckt hier, oder was, ne? Was macht ihr denn jetzt da? Geht, haut mal ab. Wie soll ich das denn machen hier? Verdammt nochmal. Es ist jetzt gerade ein bisschen komisch. So, fotografiert und weg. Wenn wir noch zwei Einlagen fotografieren können. Haben wir die Informationen über den Sektor, die unsere Truppen brauchen? So, alles klar. Dann haben wir hier jetzt nochmal die Goldgewinnung. So, was ist das für eine Sneaky-Mission? Also wirklich. Ja, ihr merkt, ne? Gerade erst in der deutschen Kampagne angekommen und schon ja, schmeißen sie uns ins kalte Wasser hier. Das ist, ja... Aber das ist halt Empire Earth, ne? Das kann einen schon ein bisschen... maltriltieren das Spiel. So, aber es sieht gut aus, Leute. Hier sind keine Einheiten. Es sieht sehr gut aus. Oh mein Gott. Wir kommen tatsächlich hier durch. Oh, krass. Okay. So, wir brauchen noch zwei Stück. Oh, was ist das denn da? Schaut mal da. Was sind das denn für Gewächse? Erdbeeren oder so, ne? Cool. Ja. Ah, hier ist noch was. Okay. Dann gehen wir da hin. Ah, nein. Ach du Scheiße, was haben sie denn da? Russische Infanterie. Ach du Scheiße, Leute. Oh Gott. Erinnert mich gerade ein bisschen an Command & Conquer. Ja, Leute. Jetzt kommen wir so langsam in die Zeit rein. So. Alles klar. Ah, hier gibt es reichlich medizinische Vorräte. Daran sollten wir denken, falls wir Bedarf haben. Ganz genau, Leute. Jetzt kommen wir so langsam in die Zeit rein, wo es... Diese Anlage ist fotografiert. Darf ich mal ausreden? Aber wir haben die notwendigen Bilder. Jetzt müssen wir es nur noch zu den deutschen Linien schaffen. Zu den deutschen Linien, okay. Was ich jetzt... Jagen wir die Russen aus diesem Sektor. Prinz Friedrich. Ah, cool. Okay. Alles klar. Durchbrechen Sie mit den deutschen Truppen die russische Front und bringen Sie Richthofen und Graf Holk zum Hauptquartierzelt. Das ist wahrscheinlich das hier, ne? Ach du Kacke! Ach du... Nein. Um Gottes Willen, Leute. Los, kommt mal alle mit. Ach du Scheiße, hier haben wir ganz schön viel hier, ne? So, gut. Lauft einfach weg! Was macht ihr denn da? Lauft doch weg! Ach, ihr seid doch bescheuert, wirklich, Leute. So. Dann macht ihr alle platt. Ach, du Heilige! Oh nein, Bunker? Ja, das erinnert mich jetzt langsam wirklich an Command & Conquer, diese ganzen Waffen und so. So, scheißegal. Der hier muss nur überleben. Ah! Verdammt. Verdammt! Scheiße! Ja. Sie wurden besiegt. Ja, shit. Alles klar. Nochmal.
Ja, Leute, ihr merkt, die deutsche Kampagne hat's in sich. Die hat's definitiv in sich. Oh mein Gott. Alles klar, dann versuchen wir das jetzt einfach nochmal. Ja, wir haben es nicht gespeichert da vorhin, ne? Das ist gerade ein bisschen doof. Aber gut, egal. Das schaffen wir auch nochmal. Das war ja nicht so schwer. Das Schwere war ja einfach nur, dass die alle auf einmal hier auf die beiden geschossen haben. Sagen wir es mal so, geschossen haben hier. Oh mein Gott, ey. Das wird, das ist... Ja. Nicht ohne. So, da laufen wieder Soldaten rum hier. Wie gesagt, Leute, jetzt kommen wir ins Command & Conquer-Zeitalter. Bei Empire Earth, ja. So. Hier gibt es reichlich medizinische Vorräte. Daran sollten wir denken, falls wir Bedarf haben. Medizinische Vorräte? Ah, das Krankenhaus, ja. Mhm. Gut, dann fotografiere das hier noch. Diese Anlage und ist fotografiert. Weg. Ach, wir werden angegriffen. Aber wir haben weg. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir es nur noch zu den deutschen Linien schaffen. Okay. Oh mein Gott. Jagen wir die Russen aus diesem Sektor. Die Russen aus dem Sektor jagen. Ja, dann machen. Versuchen wir das nochmal. Aber erstmal speichern, damit wir das nicht nochmal machen müssen, Leute. Jagen wir die Russen aus dem Sektor. Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor, oder? Das kommt uns bekannt vor, ja. Wo denn jetzt schon wieder? Ach, da oben, alles klar. So, mach diese Bunker im Arsch. Mach die Bunker im Arsch. So, mach die... Ach du Scheiße, Leute. Die Bunker halten viel aus, ja. Ach du Heilige. Artillerien. Boah, die Bunker, ey. Wirklich. Die Artillerien. Ach du Heilige, Leute. Boah. Das ist krass, Leute. So, mach die Artillerie weg. Die sind, gehen nämlich schnell kaputt, die Dinger. So, schaut euch das an. Oh, ey, Russen. Wirklich? Oh, wie viel haben die denn? Geht das überhaupt? Ah, wir können... Okay. Deutsche Infanteristen. Deutsche Maschinengewehre. Wir können auch Einheiten bauen. Ja gut. Was habe ich jetzt nicht bedacht. Oh, schaut mal hier. Haubitzen und Artillerie. Richtig geil, Leute. Richtig geile Sachen, die wir hier bauen können. Und Pferde. Brauchen wir die noch? Da haben wir tatsächlich... Schaut mal hier, Leute. Preußische leichte Kavallerie. Und hier die schwere Kavallerie. Richtig nice, richtig nice. Und dann würde ich sagen, rüsten wir uns mal auf hier. So, Leute. Ihr kommt bitte alle hier hin. Ihr sammelt euch bitte alle hier. Zack, ganz genau, Leute. Ihr beide auch. Und alle meine Einheiten mal hier hin, bitte. Schaut euch die Dinger an. Schaut mal, Haubitzen haben wir jetzt, ja. Wir sind jetzt wirklich in einem Zeitalter. Schaut was, schaut euch das an, Maschinengewehre. Oh mein Gott. Wir haben Maschinengewehre. Richtig geil. So, Leute. Aber wie gesagt, diese Kampagne, die will einen wirklich durchnehmen. Ich sag das einfach mal. Weil, ja, das ist nicht ohne. Nicht ohne, Leute. Genau, die beiden Typis hier, die lasse ich jetzt erstmal da. Sehr gut. Versteck die nochmal ein bisschen. Damit wir die gleich sicher hier hinbringen können. So, wir haben jetzt auch Artillerie. Schaut euch das an. Die Artillerie, Leute. Macht viel Schaden. An Gebäuden und an Infanterie. Hält aber wenig aus. Ganz genau. Dann würde ich sagen, hat die Haubitzen. Rüsten wir die mal ein bisschen auf hier. So. Dann die Artillerie. Die können wir ein bisschen schneller werden. Die Einheiten hier auch aufrüsten. Wir haben extrem viele Ressourcen. Schaut euch das an. 10.000, 8.000, 6.000. Oh mein Gott. So. Dann haben wir hier noch und noch ein bisschen mehr Reichweite. Wow. Schaut euch das an. Bam. Richtig geil. So, die Maschinengewehre. Deutsche Maschinengewehre. Oh mein Gott. Deutsche Waffen sind ja immer mega genial, ne?
Deutsche Waffen sind super. Ja, nicht nur weil ich Deutscher bin, sondern auch weil es halt so ist. Was soll ich da noch sagen? So, ihr baut noch mal jeweils ein Dings. Ah, das baut sogar noch. Okay. Dann bauen die hier noch jeweils einen hiervon und einen davon. Ganz genau, Leute. Und dann würde ich sagen, versuchen wir das nochmal hier, diese russische Front zu überrollen mit unseren paar mehr Waffen, die wir jetzt hier haben. Wie soll ich das sagen? Das sieht richtig krass aus. Die Artillerie, ey. Oh mein Gott. Das wird jetzt so krass gleich. Bam. Guck mal, wie weit die schießen können. So krass, ja. Gut, dann haben wir gleich das Bevölkerungslimit. Oh, wir haben sogar Bevölkerungslimit. Okay, alles klar, Leute. Dann lass mal die Einheiten bleiben. Und das ist auch voll. Und hier ist auch noch was im Bau. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, Team 1 und nochmal kurz speichern. Oh, mit der geilen Mucke im Hintergrund. Oh mein Gott. Mit der geilen Mucke im Hintergrund. So, Abmarsch. Abmarsch, Leute. So, schaut euch das an hier. Zack. Den Stacheldraht direkt einreißen hier. So, jetzt reden wir mal weiter hier. Los, blöder Russe. Mein Spruch aus Command & Conquer, ey. Blöder Russe. Ja, das ist richtig genial. So, Leute. Ach du Scheiße, schaut euch das an. Schusswechsel. Oh mein Gott. Alles klar, auf die Artillerie. Los, auf die scheiß Artillerie. Alles klar, und auf den Bunker. Seht ihr das, wie viel Schaden die Artillerie an den Bunkern machen hier? So, Bunker kaputt machen, los. Mach die Bunker kaputt hier. So, Leute, jetzt reden wir mal weiter hier, Russe. Artillerien, schieß mal bitte auf die Bunker, bitte. So. Und der Rest, der kann mal bitte hinten drauf schießen. Die Artillerie kümmert sich um die Bunker. Schieß drauf. Los. So. Rums. was haben wir denn hier? Ah, okay. So. Ah, die müssen in Reichweite sein, ne? Gut, dann kommt alle halt. Auf diesen Bunker da. Drauf da. Los. Rums. Oh, geil. Oh, geil. Leute, oh, richtig geil hier. So, alles kaputt machen. Zack. Alles aufräumen hier. Los. Direkt wegmachen, das Zeug. So. Und bam. Auf diesen Bunker da, los. Und der ist weg. Sehr gut, Leute. Dann haben wir hier fast nur noch Artillerie, ne? Artillerie und Haubitzen tatsächlich. Und ja, dann. Oh, mit der geilen Mucke im Hintergrund, ey. Geil. So, das war's mit denen. Seht ihr das, wie viel Schaden wir machen an Infanterieeinheiten? Richtig genial. So. Alles klar, Gebäude kaputt machen. Wir machen alles platt hier. Genau wie bei Command & Conquer. Schön die Russen platt machen. So. Hier unten haben sie... Oh. Oh, was ist das denn hier? Das ist eine Burg. Wir werden angegriffen. Eine Burg mit einem Glasdach, ja. Alles klar. Leute. Gut. Alles klar. Gut, die beiden Minikin da können wir gleich holen, aber... hier, komm. Schieß ihn ab. Los. Russische Infanterie. Pff. Die Deutsche ist den Russen aber sowas von überlegen, Leute. Zumindest hier in Empire of Command & Conquer war es ja ein bisschen was anderes. So, Leute. Wir haben nicht mehr viel, aber das muss reichen. Ja, hier, kommt. Mach die weg. Los. Der kann nur einmal schießen, wenn überhaupt. Ja. Sehr, sehr gut, Leute. Da sind noch mehr. Wegmachen. Wegmachen, los. Alles kaputt machen hier. Ja, genau. Das ist nämlich eine russische Stadt hier. Schaut euch das an, Russland. Oh, da hat er noch eine Artillerie. Da hat er noch eine Artillerie, Leute. Ja, dann kommt mal her. Dann... Was zum Teufel? So, Artillerie, bitte hier. Los. Ganz genau, mach die Artillerie im Arsch. So.
Alles klar, Leute. Gut, alles kaputt machen. So. Wir haben jetzt nämlich echt fast nur noch hier Belagerungswaffen. Und ja, was ist das hier? Burgfried, Leute. Kaputt machen. Los. Mach die Burg im Arsch. So. Ich glaube, das ist nämlich optional hier, aber selbst wenn es optional ist, nehme ich es gerne mit. Weil ihr kennt mich, ich nehme optionale Sachen immer mit. So, Leute, alles klar. Einfach kaputt machen. Einfach drüber rollen und dann hole ich gleich die beiden Manneken und, jo. Bring die in die Basis, weil dann haben wir es nämlich, glaube ich, auch schon geschafft. Auch in der halben Stunde. Nee, komm, das reicht. Und lass es gut sein. Lass das gut sein. Mach die Flaks hier kaputt. Leute, das sind Flaks tatsächlich, Leute. Flugabwehrgeschütze. Hier, Luftabwehrgeschütz. Zack. Weg damit. Ach du Heilige. Oh nein, die Bunker, die sind so nervig. Och Leute, schießt doch nicht auf die Felder. Ihr sollt auf die Bunker schießen. So, kaputt machen den Kack. Los. Anti-Infanterie. Genau wie bei Command & Conquer auch. Bunker, ja. So, wegmachen. Zack. Alles klar, dann sind wir gleich hier bei denen angekommen. Mit unseren Haubitzen und mit unserer Artillerie. Jo. Das war doch eine coole Schlacht. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Und dann mach mal hier die Gebäude und Einheiten kaputt. Hä? Ich kann die Gebäude gar nicht kaputt machen. Okay. Krass. Ja gut, nur dann kümmert ihr euch um die Einheiten. Und die beiden... Ja, bring ich mal hier unten hin einfach. So, Leute. Gut, dann schieß auf den hier los. Hör mal auf, dich zu bewegen. So. Alles klar, Leute. Ich glaube, es sieht gut aus und wir können die beiden tatsächlich hier hinbringen. Cool. Leute, richtig geil. Und ja, Leute, ich hoffe, es geht euch gut soweit. Mir geht's sehr gut. Es ist nur halt leider wieder ein bisschen heiß geworden. Deshalb habe ich wieder meinen Ventilator am Laufen. Deswegen hört ihr auch ein leichtes Hintergrundgeräusch. Aber ich werde versuchen, das irgendwie rauszuschneiden. Und das sollte doch klappen. Das kriegen wir hin, Leute. Gut. Da haben wir hier noch was. Vielleicht. Was wir kaputt machen können, während die hier hinlaufen. Richthofen, Alter. So, so. Hier, Manfred von Richthofen. Cool. Oh, hier tobte die Schlacht. Haben wir da noch irgendwas? Da haben wir tatsächlich noch Zelte. Ja, gut. Zelte können sie ruhig kaputt machen. Ist kein Problem. So, und ihr müsst hier hin, Leute. Zu Prinz Friedrich. Oder? Yes. Cutscene, Leute. Graf Holk. Freiherr von Richthofen. Schön, Sie beide zu sehen. Wir glaubten, Sie verloren. Ich gebe Ihnen Pferde, die Sie zu Ihrem Flughafen zurückbringen. Ihre Fotos werden uns helfen, Boden in diesem Sektor zu gewinnen. Hoheit, ihr seid zu gütig. Stimmt, Hoheit. Auch wenn ich zugegebenermaßen nur ungern auf ein mit Hafer betriebenes Transportmittel zurückgreifen möchte. Ich fühle mich am Himmel mehr zu Hause als im Sattel. Manfred Richthofen, stell dich nicht so an, du wärst fast gestorben. Gut. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft und pünktlich zum Folgenende. Alles klar. Leute, dann würde ich sagen, speichere ich das unter Deutsche. Und jo, wenn euch die Folge gefallen hat, liebe Leute. Ich gucke mir die Karte erstmal noch ein bisschen an. Hier oben waren nämlich noch zwei Bunker. Hier unten war auch noch was. Aber der passt schon. Jo, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und jo, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.